es hat mich jetzt nicht unterhalten, sag ich mal so. Hallo Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Unge und dieser Mimi, die haben im Livestream über uns hergezogen sind. Halt, die einfach Scheiß erzählt. Einfach Mist erzählt und ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir haben nicht so viele Aufrufzahlen, deswegen haben wir uns entschieden, wir haben jetzt Beef mit euch. Beef funktioniert immer gut. So, und aus dem Grund habe ich da einiges vorbereitet. Ich hoffe, das können wir alle sehen. Ja, doch. Gay Butters? Gay Butters. Der ist dabei? Also einer von denen war das. Oh, bist du... Echt? Ja, und dann erzählt ihr auch noch irgendeinen Scheiß, wie wir hätten... Ja, das mit diesem Gay Butters, das war also... Ja, ich würde mal sagen, wir haben da den Gegenbeweis und es war schon eine ziemlich plumpe und dreiste Lüge. Und wie sagt man so schön, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Hallo, ich bin Kalle und ich bin... Echt? Gay Butters. So. Und was habe ich darauf geschrieben? Hier, lies vor. Warte. Okay. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, schön. Schön, dass du... Weißt du, wenn ihr andere YouTuber verarschen wollt, dann macht das gerne. Das gucke ich mir auch gerne an, ganz ehrlich. Aber guck doch mal, was, wenn ihr das bei uns macht. So, da hört einfach irgendwie auch mal was auf. So. Bisher hast du mich auch nicht überzeugt. Wir gucken noch mal trotzdem, wir geben noch mal ein paar Minuten eine Chance. Also das Ding ist, dass hier, wenn ihr so schlecht über uns redet und das nicht unterhaltend findet, dann... Es trifft ja nicht nur uns. Ja, ich find's okay, ich kann alles auch... Es trifft ja auch mehr Leute einfach. Eine Sache konnte ich wirklich gar nicht... All unsere Nostrafikis, also es gab auch ein paar, die zu uns gehalten haben, aber es gibt halt ein paar Nostrafikis, die ihr damit beeinflusst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Klatscher... Ich kann mir nur vorstellen, dass die eingefügt sind. Auf jeden Fall nochmal ganz dicken Respekt an die beiden, die uns da nochmal versucht haben zu unterstützen und dann nicht auf diesen Fake-Mill reingefallen sind und sich nicht von jedem YouTuber, großen YouTuber gleich versuchen beeinflussen zu lassen und da auch ein bisschen auf unserer Seite gestanden haben. Ja, wir haben dafür jetzt ja auch extra mal was ausgedruckt. Das ist eine Karte von Berlin und das ist... Ja, hier sieht man es nochmal. So, das ist quasi jetzt nur so ein Ausschnitt davon, ja. Wenn man das ganze Bild nicht kennt, das ist halt, da ist noch viel mehr drumherum und so werden also hier gerade dargestellt. Ist, dass man halt sieht, was ist drumherum. Wenn die das gleich jetzt eben mit anderen Religion gemacht hätten, wäre es viel größerer Shitstorm. Und ich finde, hier sieht man eigentlich sehr gut die Persönlichkeit und den Charakter von manchen YouTubern, dass sie einfach versuchen, auf unseren Nacken anzufangen, irgendwelche Glaubens- und Religionsdebatten loszutreten. Leute, bitte versucht nachzudenken, bevor ein Religionskrieg startet. Es gab viele Videos in der Vergangenheit, die ganz nice waren. Oh, ja, oh, ja, naja, gut. Das ist natürlich. Aber zum Milch. Alter, der Gag ist halt durch jetzt. Nee, das. Ja, gut. Der Zuschauer halt jetzt wüsste, dass wir darauf warten, dass der Schirm losfliegt. So witzig, so ein Westernballen hier drin. Ja, genau, so ein Westernballen. Ja, dann nutze ich die Chance für etwas Real Talk. Etwas Werbung. Weißt du, genau. Deine Zuschauer haben alle in die Kommentare cringe geschrieben. Wenn du mal ein ordentliches Video sehen willst, guck dir oft Cringe and Confidence an. Das ist ein gutes Video. Da kannst du mal deine Community ein bisschen positiv beeinflussen. Oh! Oh!